Hallo, lieber Wassermann, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den Februar 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und ich hoffe natürlich auch, dass es dir gut geht. Und vor dir siehst du das Wizards-Tarot. Ich habe da jetzt die Verpackung nicht mehr, die habe ich weggeschmissen, weil die viel zu groß war. Ich wollte nämlich Platz sparen, deswegen, die war viel zu groß und deswegen musste sie weg. Es ist auf jeden Fall das Wizards Tarot. Und die anderen Kartendecks, die ich dann noch für dich verwenden werde, lieber Wassermann, stelle ich dir da mittendrin vor. Und so wie immer werde ich das Orakel abschließen mit den Astrowürfeln. Okay, Wassermann. Dieses Orakel könnte jetzt also für dich interessant sein, wenn du Wassermann im Sonnenzeichen bist, im Mond hast, Aszendent Wassermann bist oder auch in der Venus Wassermann hast, sozusagen. Es ist ebenfalls eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das heißt, eventuell kann es sein, dass nicht jeder von euch damit in Resonanz geht. Das wirst du aber sehen, wenn es soweit ist. Ne? An alle Wassermänner, die jetzt im Februar Geburtstag haben, ich wünsche euch alles, alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday! So, lieber Wassermann, los geht es mit deiner Legung für den Februar. So, schauen wir uns das mal an. Auf jeden Fall hüpfen hier ganz schön viele Karten bei dir. Hier ist ein Haar von mir, das muss weg. So, Wassermann. Wassermann Februar. Was bringt der Monat Februar dem Wassermann? Was bringt der Monat Februar dem Wassermann? Ich habe die beiden Karten jetzt schon gesehen. Februar Wassermann. Okay. So, Wassermann, so wie immer beginnen wir mit der Karte unten drunter. Aber erstmal lege ich die Karten jetzt ordentlich hin. So, Wassermann, unten drunter hast du. Autsch! Okay, ja. Ich kann mich erinnern, dass wir die schon mal hatten bei dir im Januar-Reading. Da war die, glaube ich, an dieser Stelle, kann das sein. Auf jeden Fall hast du jetzt hier die drei der Schwerter und da geht es um Herzschmerz. Es geht um Kummer, es geht um Sorgen, es geht wahrscheinlich ja um ein. Ja, so ein Gefühl von Schwermut, so ein richtig schwermütiges Gefühl bekomme ich hier wirklich rein. Ne, also die drei der Schwerter, da geht es um Kummer, Herzschmerz, Enttäuschungen, eine traurige Nachricht eventuell sogar auch. Das spielt ja auf jeden Fall eine Rolle. Lass mal sehen, was jetzt hier unten drunter ist. Da hast du jetzt hier die Welt, dann hast du die Herrscherin, das ist gut, der Page der Kelche, Ass der Kelche. Rat des Schicksals, also ich habe das Gefühl. Irgendeine Zeit des Kummers, irgendeine düstere Phase, wo Tränen gefallen sind, wo Tränen gelaufen sind, das wird sich hier dem Ende zuneigen ab dem Februar. Ja? Da bekomme ich jetzt gerade eine Info rein, das finde ich ziemlich interessant. Also all diejenigen von euch, die jetzt im Februar Geburtstag haben, man sagt ja, an dem Tag, wo man Geburtstag hat, also bei dir jetzt im Februar, ne, falls einige von euch, wenn im Januar, dann alles Gute nachträglich, aber das ist jetzt. Was ich eigentlich sagen möchte, Wassermann, der Zeitpunkt, wo du Geburtstag hast, da beginnt für dich normalerweise dein Neujahr, dein neues Jahr. Also man kann sagen, da ist für dich Silvester oder Neujahr, je nachdem. Ne, das habe ich mal gehört. Und da habe ich jetzt hier den Eindruck, im Februar oder ab Februar, das sieht man hier auch, das ist ja auch die Februarlegung, irgendeine Kummerphase, irgendeine Phase der Traurigkeit wird hier auf jeden Fall zu Ende gehen. Weil die Welt, da geht es darum, dass etwas zu Ende geht, etwas wird vervollständigt, irgendeine Phase erreicht seinen Höhepunkt sozusagen. Hier haben wir die Herrscherin und da geht es auch wieder um das Gefühl des Wohlstandes. Mir geht es gut, ich bin mit allem versorgt. Das ist, ja, da geht es um Wachstum, Fülle, ne? Kommt es nun wieder auf dich zu. Neue, wundervolle, emotionale Gelegenheiten kommen wieder hier auf dich zu, wo du ebenfalls auch dabei, dazu bereit sein wirst, dein Herz zu öffnen und mit allem abzuschließen, was sich hier nach unten zieht. Also, ja, es geht ja auf jeden Fall bei einigen von euch nochmal definitiv um Heilung. Das sieht man. So, lass mal sehen, was jetzt hier rausgefallen ist. Die ersten beiden Karten habe ich ja schon gesehen. Wir haben jetzt als erstes die Acht der Schwerter.
Die Achterschwerter, da geht es um Gefangenheit. Da hat man das Gefühl, man ist eingesperrt, man hat das Gefühl, man hat keinen freien Willen, man fühlt sich ängstlich, man fühlt sich in die Enge getrieben. Und das geht ja bei Wassermann dann gar nicht. Wenn die das Gefühl haben, sie werden dominiert, sie werden in die Enge getrieben, um Himmels Willen. Ne? Also das darf man Wassermann dann auf gar keinen Fall antun. Ich bin Wassermann, ich weiß, wovon ich rede. Ne? Also hier geht es auf jeden Fall schon um, ja. Man sieht eventuell noch nicht so richtig klar, man hat eventuell seine Entscheidung anderen überlassen, irgendwelche Entscheidungen anderen überlassen. Oder aber man hat andere, ja, irgendwie, ja, du, einige von euch, ihr habt wirklich eure Kraft, eure Power abgegeben. Ne, das ist das, was ich hier ganz eindeutig sehe. In der letzten Zeit auf jeden Fall, was sich ja ab Februar ändern kann. Dadurch, dass du ja nach den drei der Schwertern hier die Welt hast und die Welt sagt, etwas kommt hier zu einem Höhepunkt, etwas findet hier einen Abschluss. Der Abschluss einer Kummerphase, lieber Wassermann. So, als nächstes, da hast du jetzt hier die 10. Stäbe. Das ist die Belastung. Etwas gibt es hier, womit du überfordert bist. Da gibt es etwas, was dir sehr, sehr schwer auf der Seele liegt. Es kann aber ebenfalls sein, das bekomme ich auch gerade gesagt, einige von euch, ihr wollt jetzt hier euren Neuanfang kreieren im Februar. Und da kann es natürlich sein, dass einige von euch da möglicherweise Schwierigkeiten haben oder ihr wollt mit allen Mitteln eure Situation umwandeln, sich aus etwas zu befreien. Und da habe ich das Gefühl, einige von euch, ihr könntet euch hierbei möglicherweise zu viel zumuten. Ja, wenn es darum geht, etwas zu verändern, wenn es darum geht, Entscheidungen nun zu treffen für sich selbst, für sein eigenes Wohl, zum Wohle aller anderen ebenfalls, da habe ich das Gefühl, ja, Vorsicht, also mach hier wirklich kleinere Schritte. Kleine Schritte lassen große Träume Wirklichkeit werden. Ne, also jeden Tag immer ein kleines bisschen. Du musst jetzt hier nicht mit Eimer gehen, sozusagen. Ne? Gerade wenn es darum geht, deine Ängste zu überwinden, rauszukommen aus dem Gefühl des Opferseins, sozusagen. Wassermann, du bist kein Opfer deiner Umstände. Du bist Schöpfer. Daran darfst du dich erinnern. Ich glaube, daran werden viele von euch sich ebenfalls erinnern, weil dann kommen ja die 10. Stäbe. Das ist die Belastung. Ne, also es kann sein, dass einige von euch sich hier wirklich damit zu viel zumuten. So, was haben wir hier? Autsch, Wassermann. Was aber eigentlich ganz gut ist, wir müssen da mal gucken, was dann kommt. Ja, weil die Karte ist dann für mich entscheidend. Also, ich habe das Gefühl, all das hier, die Phase der Belastung, die Phase des Schmerzes, die Phase der Depression, der Deprimierung, der Phase des Gefangenseins, der Ängste, das geht zu Ende. Die 10. Schwerter sagen, etwas geht hier radikal zu Ende. Ne? Ebenfalls kann es wirklich sein, dass du jetzt wirklich sagst, nein, ich ziehe jetzt mit allem einen Schlussstrich, was mich hier wirklich gefangen hält, mit allem, was mich runterzieht, dass du da wirklich sehr, sehr radikal dabei bist. Es ist ebenfalls durch dreimal Schwertkarten sozusagen, einmal hier, da und da, glaube ich, dass das wirklich auch, dass da viel gedanklich ebenfalls bei dir abgeht, ne? Also, dass du dir sehr, sehr viele Gedanken ebenfalls machst, dass du wahrscheinlich auch nur denkst, du bist Opfer deiner Umstände, obwohl es eigentlich nicht so ist. Aber ich denke, das wirst du erkennen. Du setzt dem Ganzen, den Belastungen, diesen Opferbewusstsein, diesen setzt du ein Ende. Also, etwas geht hier wirklich radikal zu Ende. Etwas, was für dich unglaublich anstrengend war, sehr, sehr kräftezehrend war, deine Ängste, damit setzt du einen Schlussstrich. Ich sage jetzt nicht, dass die Ängste ein für alle Mal verschwinden werden, aber ich glaube, es geht darum, sich gewissen Ängsten auch einfach mal zu stellen. So, die Karte danach. Da bin ich gespannt. Klärung. Klarheit und vor allem, ziemlich interessant, Ende, Neuanfang. Du hast ja die 10. Die 10 steht immer dafür, dass etwas zu Ende geht. Ein Kapitel schließt sich. Die Tür ist zu. Aus Ende, ne? Und hier hast du das Ass. Und das Ass ist ja die Nummer 1. Also geht es auch wieder um einen Neuanfang. Also, Wassermann. Eine schlimme, ja, schlimme Phase. Du hast richtig gehört. Bei einigen von euch waren es wirklich schlimme Phasen. Eine schwierige Phase. Schlimme Phasen gehen hier zu Ende und dann kommt ein Neuanfang. Ebenfalls kommt es hier bei einigen von euch auch nochmal zu Klärungen. In Herzensangelegenheiten möglicherweise. Es kann ebenfalls sein, dass du hier eine Nachricht bekommen wirst, die dich hier wahrscheinlich ins Herz treffen könnte, dass jemand vielleicht sich von dir trennt, jemand mit dir Schluss macht, dass du vielleicht eine Kündigung erhältst. Auch das kann der Fall sein. Vielleicht ist es aber auch so, lieber Wassermann, dass einige von euch selber diese Nachricht übermitteln wollen und andere möglicherweise enttäuschen müssen, damit ihr euch selbst nicht enttäuscht. Auch das kann jetzt hier der Fall sein. Das ist ebenfalls das, was ich wahrnehme, weil man sieht ja eigentlich schon, dein neues Leben möchte hier oder wartet hier bereits auf dich, Wassermann. Das ist das, was ich hier sehe. Hier, die Herrscherin.
Der Page der Kelche, das Ass der Kelche, der erfüllende Neuanfang im Bereich Spiritualität oder im Gefühlsbereich ebenfalls oder in der Liebe. Ne? Da sieht man hier auf jeden Fall etwas Neues, möchte gedeihen. Aber ebenfalls spüre ich das ja innerhalb deiner jetzigen Partnerschaft, der möchte etwas Neues gedeihen sozusagen. Aber es geht hier wirklich darum, auf Deutsch Schluss zu machen mit allem, was dich hier wirklich belastet. Dein Herz zu erleichtern, ruhig nochmal gewisse Gefühle rauszulassen. Aber vor allem, du hast ja so viele Schwertkarten, also geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr stark um deine Gedanken. Deine Gedanken, die dich wirklich nach unten ziehen, deine Glaubenssätze, dein Mindset möglicherweise auch, was dich hier wirklich total nach unten zieht. Und auch allgemein, die Schwerte stehen ja ebenfalls auch für die Kommunikation. Ich habe ebenfalls das Gefühl, Wassermann, dass es für dich wichtig wird, die Art und Weise, wie du kommunizierst. Ja. Vielleicht wollen einige von euch ebenfalls mal, ja, mehr schweigen als reden. Einfach mal mehr in die Stille gehen, anstatt immer nur zu reden. Das ist ebenfalls das, was ich hier wahrnehme bei einigen von euch. Aber ich sehe jetzt hier wirklich, ja, der Neuanfang ist da. Die Klärung ist auf jeden Fall da. Neue Chancen, Klarheit reinzubringen in einer Situation, ist hier auf jeden Fall da. Und vor allem sagt man jetzt hier nur wirklich endgültig Lebewohl zu deiner Vergangenheit. Du sagst ja Lebewohl zu irgendwelchen belastenden Situationen. Zu Situationen, wo du dich nicht wirklich frei bewegen konntest, wo du dich in die Enge getrieben gefühlt hast. Das war aber alles nur mit hoher Wahrscheinlichkeit in deinen Gedanken. Ja, niemand anderes, keine andere Person, lieber Wassermann, kann dich hier wirklich festhalten, ohne dass du es erlaubst. Ja? Also findet auch hier eine enorme Weiterentwicklung, ein enormes Wachstum statt. Bezüglich deines Bewusstseins, bezüglich deiner Gedanken. Na? Also ich glaube, du machst hier enorme Schritte gedanklich sozusagen. Dein Mindset entwickelt sich hier weiter. Ja? Dein Bewusstsein entwickelt sich hier weiter. So, das nächste Deck, was ich jetzt übrigens für dich benutze, das ist das Psychic Tarot for the Heart von John Holland. Also, sehr, 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 sehr luftig das Ganze. Ich meine, ja, du bist ein Luftzeichen, aber das heißt noch lange nicht, dass unbedingt immer nur Schwertkarten kommen müssen. Na? Und vor allem, was man wirklich ganz, ganz schön erkennen kann, Ende, Anfang. Na? Das ist hier ganz eindeutig zu sehen. Und dann, guck mal, die Karte kam jetzt gerade rausgefallen. Neue Vitalität. Du kommst ja wieder in deine Kraft. Du kommst wieder in deine Power, in deine Schöpferkraft. Na? Es wird wieder bunt werden in dein Leben. Es wird wieder bunt werden. Ich meine, ja, hier sind jetzt die Chakren abgebildet, so. Ich meine, eins fehlt, es sind nur sechs. Aber es geht darum, ja, es wird wieder bunt in dein Leben. Und nicht länger nur schwarz, grau, ne? Düster eben. Und wieder übrigens eine Eins. Also geht es wieder darum, um Neuanfänger. Etwas Neues kreieren. Dein neues Selbst möchte hier erwachen ebenfalls auch. Beziehungsweise eine Beziehung möchte aufblühen. Das ist ebenfalls das, was ich bei einigen von euch wahrnehme. Ja. Aber vor allem auch die Verbindung zu dir selbst, Wassermann. Ja. Neue Vitalität. Du kommst ja wieder in deine Kraft. Du kümmerst dich jetzt mehr auch um dich. Lässt dich nicht mehr hängen. Ernährst dich gesünder. Guckst dir irgendwelche positiven Podcasts an oder machst geführte Meditationen. Was auch immer. Ja. Gut. Ich meine, ja, das spielt nochmal eine Rolle. Man sieht es, ne, Wassermann, man sieht es. Kann ich jetzt nicht hier irgendwie wegdenken. Man sieht es, dass das auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielt. Aber ab Februar, dann merkst du langsam, okay, es wird leichter. Ja? Sagst eventuell sogar auch wirklich Lebewohl zu alten Gewohnheiten. So, Wassermann, was kommt noch im Februar? Februar, Wassermann. So, unten drunter. Guck mal, wow, das ist der Erfolg und das Wachstum. Und hier sehen wir auf jeden Fall einen Baum so ein bisschen. Der wächst noch. Der wächst noch, der wächst noch. Entschuldige, ich lerne noch mal Deutsch. Also, der Baum, der wächst gerade. Also hier geht es wirklich darum, dass eine Zeit des Erfolges definitiv auf dich wartet. Aber es geht ja wirklich um Wachstum. Es geht wirklich darum, Schritt für Schritt vorzugehen. Pass hier bitte auf, Wassermann, weil das sehe ich bei einigen von euch. Wenn du zu schnell zu viel möchtest,
dann könnte es passieren, dass du wirklich sehr, sehr niedergeschlagen bist. Dass du wirklich sagst, ich brauche jetzt eine Pause. Weil die Zehntersperre, da geht es ebenfalls auch um Tiefpunkt, da geht es um Niedergeschlagenheit, ne? Deswegen kann es bei einigen von euch sein, wenn du zu schnell zu viel möchtest, kann es eventuell dazu kommen, dass du wirklich ja, K.O. bist, ne? Um das jetzt mal so auszudrücken. Aber hier sehen wir auf jeden Fall eine Situation, hier geht es bei dir um Erfolg und Wachstum, was ab Februar auf jeden Fall auf dich zukommt. Ja? Das sind im normalen Tarot die 8 der Stäbe und da geht es um gute, positive Weiterentwicklungen, Schnelligkeit ebenfalls auch. Es kann, ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass du dass da von jetzt auf gleich sehr, sehr schnell für dich, dass sich der Erfolg ebenfalls einstellt, möglicherweise in ja, genau, in Beziehungen, ne? Das ist ebenfalls das, was ich hier sehe. So, Wassermann, wir gucken weiter. Rausgefallen ist jetzt hier noch für dich Ruhe, genau, Rest and Reconsider. Hier geht es ebenfalls darum, auch mal eine Pause wieder zu machen. Es geht darum, über gewisse Dinge einfach mal nachzudenken oder vielleicht auch zu überdenken. Vielleicht geht es hier um irgendwelche Ziele, die du bisher hattest. Es geht um irgendwelche Jobs, vielleicht auch ein Vorhaben, die Art und Weise, wie du leben möchtest, deine Beziehung zu einer anderen Person. Das kann der Fall sein. Und da habe ich das Gefühl, dass einige von euch dann wirklich zum Schluss kommen könnten, irgendetwas sein zu lassen zu eurem höchsten Wohl, damit es euch wieder gut geht, damit ihr nur wirklich vorwärts gehen könnt. Voranschreiten könnt sozusagen. Na? So, die nächste Karte, da haben wir jetzt Open Up. Es geht also darum, sich wieder zu öffnen, neue Möglichkeiten zu erkunden, andere Möglichkeiten wieder in Betracht zu ziehen, sich zu öffnen, ebenfalls auch für etwas Neues. Und was ich hier ebenfalls sehe, dass nun dein wahres Selbst, dein, ja, ebenfalls auch dein höheres Selbst sich bemerkbar macht, aber vor allem dein wahres Ich kommt jetzt immer mehr und mehr zum Vorschein. Du öffnest dich jetzt immer mehr nun dir selbst sozusagen. Das ist das Gefühl, was ich habe. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, Wassermann, du entdeckst dich selbst auch immer mehr ab Februar auf jeden Fall. Ja, du überdenkst dir gewisse Dinge, machst eine Pause und sagst, okay, ich muss jetzt gewisse Dinge einfach mal wieder überdenken, gewisse Beziehungen, gewisse Verhaltensweisen, deinen Job, die Art und Weise, wie du Geld verdienst oder wie du dich von anderen behandeln lässt oder was weiß ich. Das ist ja bei jedem von euch was Unterschiedliches, ne? Genau, einige von euch, ihr macht hier eine Pause, um dann wieder Kraft zu tanken. Ich finde das so interessant schon wieder. Die 9, da geht es ebenfalls darum, dass etwas zu Ende geht, etwas vervollständigt sich, etwas wird vollendet. Und hier hast du schon wieder die 1 und etwas Neues beginnt. Ende, Anfang, lieber Wassermann. Das ist das, was ja eine sehr, sehr wichtige, ja, eine wichtige und große Rolle spielen wird für dich, ne? Im Monat Februar. Okay, lass mich mal sehen. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Alice the Wonderland Orakel von Lucy Cavendish. Schauen wir uns das mal an. Okay, Wassermann, wir gucken weiter. Wassermann Februar. Was bringt der Februar noch dem Wassermann? Okay, nur ein kurioser Traum. Dazu komme ich gleich, dazu sage ich gleich etwas. Noch mindestens eine Karte für die Wassermänner. Nur ein kurioser Traum. Und hier geht es auf jeden Fall darum, sich wieder zu erden. Das wirst du auch. Es geht darum, wieder zur Realität zurückzukehren und nach Hause zu kommen. Okay, das ist ziemlich interessant, die Botschaft. Warte mal, ich muss es mir hier ein bisschen ordentlicher hinlegen. So, also nur ein kurioser Traum, Wassermann. Du wirst nun wieder zur Realität zurückfinden, beziehungsweise setzt du dich mit deiner Realität auseinander. Einige von euch waren wahrscheinlich sehr, sehr. Wie soll ich denn das sagen? Ich will nicht unbedingt sagen, in einer Art Fantasiewelt, aber es kann sein, dass ihr euch die Realität
nicht so richtig ansehen wolltet, weil die Acht der Schwerter, bei dieser Karte sind ja die Augen hier verbunden. Das heißt, man sieht nicht so richtig klar, was im Außen um einen herum geschieht. Was ich ebenfalls ganz, ganz klar wahrnehme bei euch, ist, dass ihr nun wirklich wieder in die Schöpferkraft zurückfindet. Ihr findet nun wieder zurück zu euch selbst. Übrigens hier die 45 und 4 und 5 ist wieder 9. Und die 9 habe ich schon gesagt, das ist immer so die Energie, etwas ist dabei zu Ende zu gehen. Etwas vollendet sich gerade. Ne? Und die Erdung spielt hier ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Rolle ab Februar, aber das wirst du tun, weil ich sehe ja hier wirklich neue Vitalität, dass du dich hier wieder ausruhst, dass du wieder mehr zu dir kommst. Ja, um wieder zu Kräften zu kommen und dass dein Leben nur wieder langsam aber sicher bunt wird, nach einer Zeit, die wirklich sehr, sehr deprimierend war bei einigen von euch, ne? So, lass mal sehen, was jetzt hier unten drunter ist. Das ist sehr, sehr schön. Es gibt nicht viele wie dich. Du bist rar, beziehungsweise selten und frei. Also geht es hier auch wieder darum, ja, du selbst zu sein. Es geht darum, ja, wieder die Freiheit zu haben, mein Selbst zu sein, authentisch zu sein. Es gibt nicht viele für dich, aber vor allem geht es darum, du bist frei, Wassermann. Wo ich auch wirklich das Gefühl habe, du wirst dich ab Februar wirklich von deiner Situation befreien können. Wie ich schon gesagt habe, Ende, Anfang. Das, was du durchgemacht hast, das war möglicherweise einfach ein sehr, sehr kurioser und vielleicht sogar schlechter Albtraum. Aber du kehrst nun wieder zu Hause, zu dir zu Hause zurück. In dein wahres Ich nur wieder. Zu dir selbst da kommst du wieder zurück. Ne? So, lass mal sehen, was jetzt hier rausgefallen ist. Da hast du einmal. Wow. Okay, das ist krass. Folgendes. Du hast hier einmal die 11, ne? Und hier ebenfalls. 3 und 8 ist ebenfalls 11. Vielleicht siehst du des Öfteren die Zahl oder die Uhrzeit 11:11 oder 111. Und diese Zahl steht dafür, dass du jetzt gerade. Egal das, was du dir gerade manifestierst, Wassermann, ja, stopp nochmal von vorn. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Es tut mir leid. Also, lieber Wassermann, das, woran du gerade denkst, das, was du aussendest und so weiter, das, was du kommunizierst, das manifestierst du umgehend. Also achte bitte ganz genau darauf. Aber diese Karte sagt, es geht ja wirklich um Veränderungen innerhalb oder in der Nacht oder über Nacht. Es geht hier darum, you have changed quickly. Also du hast dich rasch oder schnell verändert. Es geht hier wirklich um schnelle Veränderungen. Ich glaube, Wassermann, du machst im Februar enorme Sprünge. Quantensprünge, sehr, sehr schnelle Veränderungen. Es kommt hier wieder zu einem Neuanfang bei dir, das sieht man. Du veränderst dich hier über Nacht, beziehungsweise deine Situation, dein Leben möglicherweise auch, deine Sichtweise, du selbst, wie auch immer, verändert sich hier über Nacht und das schnell. Ja. Unglaublich. Was hast du hier? Wow, noch eine Meisterzahl, 33. I want to be a queen. Ich möchte Königin sein. Es geht also wirklich darum, dass du dir nun sagst, ich verdiene das Beste. Ich verdiene das Beste. Ich lasse mich nicht mehr schlecht behandeln. Ich erwarte nun wirklich das Beste. Ich behaupte jetzt wirklich meine Freiheit. Ich stehe zu mir selbst, ich stehe zu meiner Souveränität und es geht ebenfalls darum, natürlich auch einen Test zu bestehen. Ich glaube, im Februar wirst du eine ganz bestimmte Lernaufgabe meistern, Wassermann, wenn es jetzt darum geht, etwas zu verändern, dich selbst zu verändern, deine Situation zu verändern. Wie ich schon gesagt habe, du bist im Moment in einer Situation der Ruhepause, aber ich glaube, im Laufe des Februars, vielleicht auch sogar Anfang März, nicht mehr. Dann geht es hier wirklich rund, weil du hast hier ebenfalls Stabenergie. Durch hier, das Ass der Stäbe ist das, das sind die 9 der Stäbe und das sind die 8 der Stäbe. Und die Stäbe, das ist das Feuerelement, da geht es um das Handeln. Also geht es bei dir wieder darum, Wassermann, deiner Zeit des Stillstandes ist bald vorbei. Ab Februar, vielleicht sogar spätestens Anfang März. Oder sogar auch jetzt schon. Ne? Je nachdem, das ist ja bei jedem von euch unterschiedlich. Also deine Situation wird sich hier wirklich verändern. Du kommst raus aus deiner Phase der Tränen, aus deiner dunklen, düsteren Phase kommst du raus. Rechne wirklich mit raschen Veränderungen. Wassermann. Ende, Neuanfang. Das Alte wird beendet, Wassermann. Das ist genau das, was man hier sieht. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich sehr, sehr für dich. Und jetzt überlege ich gerade, welches Kartendeck ich jetzt für dich benutze. Ich benutze jetzt für dich das Sacred Forest Orakel von Denise Lin. Ja, Ende, Anfang. Das ist genau das, was man sieht.
Einige von euch bekommen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Geistesblitzer, Aha-Erlebnisse, eine ganz plötzliche Idee. Weil das ist nämlich genau das, was ich ebenfalls bei dem Asterschwerter wahrnehme. Plötzliche Ideen, ein Aha-Erlebnis, ein Geistesblitz. Wie du deine Situation verändern kannst, wie du ein ganz bestimmtes Projekt angehst oder wie du dich hier befreien kannst aus einer Situation, wie auch immer. Ja, das ist wunderschön, Wassermann. Man sieht ja auf jeden Fall sehr, sehr schnelle Veränderungen. Man kann sagen, ja, von 0 auf 100 bist du nun wirklich eine Person, die sagt, ich bin die Königin meines Lebens, ich bin der König meines Lebens, ne? Ich behaupte mich selbst, ich beanspruche meine Freiheit, ne? Ich lasse mir von niemandem etwas sagen, wie ich zu leben habe. Das ist so die Energie, die ich hier wahrnehme. Wie gesagt, du kehrst jetzt zurück nach Hause, zu dir selbst nach Hause. Was ich hier ebenfalls wahrnehme, bei dieser Karte nur ein kurioser Traum. Pass bitte auf, dass deine Träume nicht einfach nur Träume bleiben, Wassermann. Es geht ebenfalls darum, diese auch nur wirklich anzugehen. Na? Ich muss jetzt übrigens gerade aufstehen, weil jetzt hier Karten runtergefallen sind. Ja, das ist das, was ich ebenfalls noch wahrgenommen habe. Also passe bitte auf, dass deine Träume, die du hast, nicht einfach nur Träume bleiben. Ja, sondern dass du da auch wirklich ins Handeln kommst. Aber wenn ich mir das ansehe, kommst du ins Handeln. Durch das Ast der Stäbe, durch die neue Vitalität und ebenfalls durch die Acht der Stäbe, Erfolg und Wachstum. Also, wow. Erfolg wächst, möglicherweise auch in Beziehungen. Ne? Ebenfalls kann es bei einigen von euch sein, dass es hier eine Verbindung gibt, eine Herzensverbindung, eine Beziehung, die nun wirklich wächst und gedeiht. Ne, eine erfolgreiche Verbindung, eine erfolgreiche Beziehung. Ne? So, Wassermann, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier noch für dich rausspringt. So, Wassermann. Wassermann Februar. Was bringt der Monat Februar noch dem Wassermann? Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Februar. Okay, die lassen sich ja ganz schön Zeit. Okay, Wassermann. Ich probiere es jetzt noch einmal, ansonsten muss ich mal das Kartendeck wechseln. Wassermann Februar. Was bringt der Monat Februar noch dem Wassermann? Es geht doch. So, unten drunter. Freude, guck mal. Die Freude kehrt in dein Leben zurück. Noch eine Meisterzahl 22. Ja, also es kann sein, dass du sehr, sehr viele Doppelzahlen siehst. 33, 333, 222, 22, 22 Uhr 22, 11 Uhr 11, 1 Uhr 11, je nachdem. Das kann jetzt wirklich der Fall sein. Das ist immer so ein Hinweis, dass gerade etwas dabei ist zu passieren, sozusagen. Dass sich gerade für dich etwas, dass du, dass, ja, da werden irgendwelche Vorbereitungen getroffen. Irgendwas wird hier gerade vorbereitet für dich. Das ist das Gefühl, was ich jetzt hier wirklich mitbekomme. Auf jeden Fall, der Kolibri, da geht es um die Freude, die nun wieder zurückkehrt. Neue Vitalität, Freude, deine Lebensfreude kehrt zurück. Du genießt immer mehr deine Realität. Was ich ebenfalls wahrnehme, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich hab irgendwie bisher das Gefühl gehabt, dass einige von euch ja so ein bisschen von der Realität geflüchtet sind, beziehungsweise da sich in irgendwas hineingestürzt haben, nur um gewisse Dinge nicht wahrzunehmen, um gewisse Dinge nicht zu sehen wahrscheinlich. Und da habe ich das Gefühl, dass da nun in Bezug auf dein echtes Leben sozusagen, Wassermann, dass da nun wirklich die Freude wieder zurückkehrt. Na? Lass mal sehen, was jetzt hier rausgefallen ist. Loslassen, genau. Etwas wird hier losgelassen. Dein wahres Selbst darfst du loslassen. Irgendwelche Denkmuster, irgendwelche Verhaltensweisen. Vielleicht sogar auch eine gewisse Person. Die Art und Weise, wie du bisher gelebt hast. Die Art und Weise, wie du vielleicht auch erzogen wurdest. Mit welchen Glaubenssätzen oder... Ne, auf jeden Fall sieht man hier, es ist Erntezeit, es geht ums Loslassen. Dein altes Ich, dein altes Leben, das darfst du loslassen. Liebe.
Es geht hier bei einigen von euch möglicherweise ebenfalls darum, etwas loszulassen, was du liebst. Eine Person möglicherweise. Ja. Irgendwie geht es hier nochmal darum, etwas loszulassen, was du wirklich liebst. Man sagt ja auch immer, das, was du liebst, lass frei. Ja. Also es geht hier um eine Liebe, die losgelassen werden darf. 47, 4 und 7 ist schon wieder 11. Also du bekommst wahrscheinlich sehr, sehr viele Einsen zu Gesicht. Also es geht wirklich bei dir ganz, ganz krass um einen Neuanfang. Du bist ebenfalls auch auf dem richtigen Weg. Das ist das, was die Zahl 11 Uhr 11 ebenfalls aussagt oder viermal die 1, ne? Da wird wirklich gesagt, du bist auf dem richtigen Weg, ne? Aber hier geht es nochmal darum, aus Liebe möglicherweise etwas loszulassen. Oder eine Person, die deinem Herzen liegt, ebenfalls loszulassen. Ne? Oder was ich ebenfalls wahrnehme, du darfst hier irgendwas loslassen, was dich daran hindert, wahrhaftig zu lieben und wirklich Freude zu empfinden. Also weg mit der ganzen Negativität, weg mit Trübsalblasen, weg mit diesem Grau, Grau, Grau. Nun darf jetzt wieder Farbe reinkommen. Und das kommt auch, Wassermann. Ne? So, das letzte Kartendeck für dich. Jetzt benutze ich von Doreen Virtue das Heilorakel der Feen. Sehr schön. Ebenfalls sieht man hier wieder Freude, Selbstliebe. Ja, es geht nochmal darum, Altes loszulassen. Möglicherweise geht es hier bei einigen von euch noch um eine Ex-Beziehung oder um einen Wunschpartner, der hier losgelassen werden darf. Das ist ebenfalls das, was ich bei einigen von euch wahrnehme, dass es hier irgendjemanden gibt, wo der noch mal, den man nochmal loslassen darf oder gewisse Themen, die losgelassen werden dürfen. Gewissen Kummer aus der Vergangenheit, der könnte sich nochmal zeigen. Das wird ebenfalls losgelassen. Na? Und ebenfalls hast du hier zweimal die 10. Und da geht es wirklich darum, dass hier etwas zu Ende geht. Aber dafür kommt ja auch etwas Neues bei dir, Wassermann. Das ist wunderschön. Ja, man kann ebenfalls sagen, dass der Frühling bei dir zurückkehrt. Ne? Im Februar. Ja, auch nicht schlecht. Ja, das sieht man. Ne? Also es wird wieder, alles wird gut. Das sieht man hier. So, schauen wir mal. Was bringt der Monat Februar dem Wassermann? Februar Wassermann. Februar Wassermann. Okay, unten drunter. Höherer Standard. Ja, du gibst dich nicht mehr mit weniger zufrieden. Du erhöhst jetzt nun deinen Standard und sagst dir, ich verdiene das Beste. Ich verdiene es, dass meine Träume es wert sind, sie zu realisieren. Und ja, man kann sagen, höherer Standard. Du sagst dir, ich akzeptiere nun nichts Geringeres mehr. Ich bin es wert, meine Träume real machen zu lassen, wie auch immer. Ich verdiene es, glücklich zu sein. Na, du erhöhst hier wirklich sozusagen deinen Standard. Aber ebenfalls geht es natürlich darum, sich selbst zu behaupten. Na? So, was haben wir hier? Innere Kraft. Deine innere Kraft kehrt hier ebenfalls wieder zurück. Es kann ebenfalls sein, dass einige von euch sich ein bisschen gesünder ernähren wollen, mehr Sport treiben wollen, sich mehr bewegen wollen. Das ist ebenfalls eben, ja, das ist ebenfalls, was damit gemeint sein könnte. Aber vor allem geht es um die innere Kraft. Du lernst wirklich im Februar oder beziehungsweise ja, du kehrst nochmal von vorn. Du lernst wirklich dich selbst zu lieben, Wassermann. Ja, so kann man das wirklich sagen. Du lernst dich selbst zu lieben. Ich möchte Königin sein. Ich bin die Königin. Das kommt jetzt nun wirklich auf dich zu. Ich verdiene es, dass man mich gut behandelt. Ich verdiene das Beste, ne, und so weiter und so fort. Du gibst dich hier nicht mehr mit weniger zufrieden, Wassermann. Du kehrst nun wieder in deine innere Kraft zurück. Dann hast du hier die Vorstellungskraft. Du hast eine sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Vorstellungskraft. Also du bist auf jeden Fall sehr, sehr. Du kannst gut visualisieren, habe ich das Gefühl. Ne? Und deswegen darfst du das auf jeden Fall jetzt auch mal nutzen, um dir wirklich das vorzustellen, was du wirklich möchtest und dann wirklich ins Handeln zu gehen. Also es geht hier nochmal um deine Vorstellungskraft. Was soll hier deinen Wünschen nach geschehen? Wie möchtest du leben? Wie möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Ne? Darum geht es. Was möchtest du wirklich? Sicherheit. Diese Karte sagt natürlich, du bist hier in Sicherheit. Ja, Sicherheit spielt ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber vor allem habe ich wirklich auch ebenfalls das Gefühl bei dieser Karte, dass einige von euch möglicherweise für das aufstehen wollen, woran sie glauben. Oder beziehungsweise ich spüre hier einige von euch, ihr wollt wirklich für das aufstehen,
was ihr wirklich durchsetzen möchtet. Also es geht hier darum, sich auch für gewisse Dinge einzusetzen, für Schwächere einzusetzen, für die Tiere und für die Umwelt einzusetzen. Das ist ebenfalls das, was ich hier wahrnehme. Aber die Karte sagt, Sicherheit. Du bist in Sicherheit, aber vor allem auch wirst du dir deiner selbst immer sicherer. Na, das ist unglaublich wichtig, sich seiner selbst sicher zu sein. Na? Nun für dich die Astrowürfel, Wassermann, um das Orakel für dich abzuschließen. Also deine innere Sicherheit kehrt wieder, deine innere Stabilität, deine Kraft, die Zeit des Kummers, die Zeit der Selbstsabotage, die Zeit der, ja, der Anstrengung und so weiter, der einer sehr, sehr traurigen, sehr anstrengenden Phase ist auf jeden Fall bald vorbei. Bereite dich auf jeden Fall auf schnelle Veränderungen vor, denn das kommt. So, die Würfel, mal sehen. Wassermann Februar. Was bringt der Monat Februar jetzt noch dem Wassermann? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Wassermann Februar. Was bringt der Februar dem Wassermann? Okay, du hast das dritte Haus, du hast Schütze und du hast Mond. Den Mond im Schützen im dritten Haus. Es kann sein, dass du hier eine Nachricht bekommst von einem vielleicht Schütze, vielleicht von einer weiblichen Person, die Schütze ist, Nachrichten. Oder möglicherweise die Schütze betont ist. Auch zum Beispiel Sternzeichen Schütze, Sonne, ja, nee, warte. Sternzeichen Schütze, Mond im Schütze, Aszendent Schütze. Das kann hier wirklich der Fall sein, dass du von dieser Person eine Nachricht bekommst, weil das dritte Haus, da geht es um Nachrichten. Ebenfalls habe ich das Gefühl, es wird wieder an der Zeit für neue Abenteuer. Etwas, was deine Neugierde erweckt. Da ist es an der Zeit, dass du danach gehst, auch mutig bist und danach handelst. Intuitive Botschaften nehme ich hier wahr. Die kommen auf jeden Fall auf dich zu. Intuitive Botschaften, Zeichen möglicherweise auch. Draußen brummt gerade irgendwas. Ich hoffe, dass man das jetzt hier nicht zu stark hört im Video. Ich weiß nicht, was es draußen ist. Wahrscheinlich ein Nachbar irgendwie, keine Ahnung. Es tut mir auf jeden Fall leid. Bei dem Mond, da geht es auf jeden Fall um deine Empfindsamkeit. Da geht es auf jeden Fall darum, ja, deine Intuition. Da geht es um das weibliche Prinzip. Es kann sein, dass du es mit einer weiblichen Person ebenfalls hier zu tun hast. Aber vor allem auch steht der Mond auch für die Mutter, für das, ja, für die Mutter an sich, ne? Die Sonne für den Vater, der Mond für die Mutter. Kann sein, hier Kommunikation mit der Mutter vielleicht in Bezug auf eine Reise. Das kann jetzt hier der Fall sein. Vielleicht bekommst du ebenfalls auch Besuch, auch das kann der Fall sein. Warte mal, ich hatte gerade irgendwas im Sinn gehabt. Lass mich mal bitte ganz kurz nochmal überlegen. Ich muss mal ganz kurz Wassermann das Fenster zumachen. Warte mal eben ganz kurz. Okay, es ist gerade zu Ende gegangen, ich lasse es offen. Also, der Mond, da geht es ja ebenfalls auch um Melancholie so ein bisschen. Traurigkeit, ne? Man ist so ein bisschen melancholisch. Durch den Schützen habe ich den Eindruck, dass das auf jeden Fall zu Ende geht, weil Schütze steht ebenfalls auch für die Positivität, ja, für Abenteuer, Unternehmungslust. Das ist auf jeden Fall das, was hier bei dir zurückkommt, was auf dich zukommt. Ich kann schon gar nicht mehr reden, Wassermann. Es tut mir leid. Ja, bei mir ist gerade wirklich Merkur rückläufig. Das merkt man gerade. Okay, Wassermann, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Februar. Wir sind jetzt hier am Ende angelangt und ich sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.